schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Obwohl schöne Damen und Herren natürlich auch passen würde. Wir befinden uns nun im Zug nach München. München werden wir umsteigen und vorher zum Burger King gehen. Wenn Sie nun zum linken Fenster hinausblicken, sehen Sie den grauslichen Bahnhof von Klagenfurt. Auf der rechten Seite sehen Sie den schirchen Zug in Klagenfurt. Dieser Zug ist heiß und stickig, man kann das Fenster nicht öffnen. Das ist sehr schlecht, aber man kann sich mal, im Notfall muss man es einschlagen. Wir werden in 16 Minuten losfahren. Es sind 26, aber ich kann nicht rechnen. Ja, ich werde mich später wieder melden mit einer ausführlichen Kaffeeanalyse. Vergleich Deutsche Bahn, österreichische Bundesbahnen, Preis und Menge. Geschmack kann ich nicht unterscheiden. Und spätestens morgen auf der Gamescom Convention sehen wir uns wieder. I'm a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Wir befinden uns jetzt in Traunstein. Das ist der Schirrkopf da draußen. Das bedeutet, nachdem da die Bäume so ausschauen wie nicht Baumwolle, sondern die Schilfzeit, was die Pandas fressen. Bambus? Genau. Sind wir nicht in China, sondern Bif Chinesien, auch bekannt unter Deutschland, früher bekannt unter Deutsches Reich und ganz früher bekannt unter Ungarn Österreich! Eigentlich nicht, aber das ist falsch. Irgendwann gehört alles Ungarn Österreich. Alles gehört uns. Wir spielen mittlerweile den 42 Spielklassiker. Ja, bitte, nachdem wir auch noch gespielt haben von 9 bis 12, da läuft übrigens auch Ö3. Holiday! Dann ist einer abgestürzt um 12 Uhr, dann haben wir einen Schleifer, den spielen wir den Scheiß da. Die Gwin? Also die Sau, der hat gecheatet. Der hat mich beim Memory 3 Minuten warten lassen, während ich auf dem Klo gewartet habe, dass das Klo aufgebürtet, ein Arschloch, was dort war. Deswegen habe ich nicht mehr gewusst, wo die Memory-Steine waren. Nachdem ich nicht da war, war er sicher. Hundertprozentig hat er mitgeschrieben. Deswegen hat er gewonnen. Außerdem bin ich ein Trottel, weil ich fünfmal da vorbeigelaufen bin, weil ich mich selbst im Spiegel gesehen habe und gedacht habe, also ihn im Spiegel gesehen und gedacht habe, das ist das Abteil, ist da drüben. Dann habe ich gedacht, das ist dort. Dann habe ich gedacht, ja, das ist da. Dann habe ich ihn da und grinsen gesehen, dann bin ich einer. Hinter mir natürlich der Schaffner, weil er die Karten überprüfen hat müssen. Ja, am Klo war ich inzwischen. Ja, ich sehe links den Lidl, ich sehe links rechts. Nein, es ist links, für dieses rechts. Hättest du jetzt nicht unbedingt fühlen müssen, es ist Intersport in Deutschland. Ich rede schon wieder so einen Scheiß. Am besten ist wir hier auf. Also schauen wir nach rechts, wie wir jetzt sind wir im ländlichen Teil Deutschlands. Sie haben Wiesen, sie haben keine Bäume, keine Häuser, keinen Strom. Gleich auf der anderen Seite. Das ist natürlich auf der Seite wieder nicht. Das passt eh super. Das ist Kameratechnik, wenn dort scheiße ist, fühlt man dort hin, wenn dort scheiße ist, fühlt man da. Normal macht man es genau umgekehrt, außer man will das Land, in dem wir es schlecht machen, was in dem Fall unser Ziel ist. Ja, dann werde ich nicht weiter belästigen. Sie sehen nun den ersten Teil meiner zweiteiligen Kaffeeanalyse der Deutschen Bahn und ÖBB-Vergleich. Hier haben wir den Kaffee, den mir die ÖBB gerade serviert hat. Wie Sie sehen können, ist da kein Kaffee. Das liegt daran, dass die ÖBB in einem Zug, der um 9.36 Uhr in der Früh wegfährt, offensichtlich keinen Kaffee mehr serviert. Und möchte es jetzt ganz nett einmal ausdrücken, diese Arschlöcher haben mir heuer schon wieder meine Kaffeeanalyse versaut. Ich halte das für eine Zumutung und werde mich beschweren. Ich werde zum Rettungsbund wechseln. Den Witz hat zwar seit 20 Jahren keiner mehr verstanden, aber ich werde jetzt analysieren,
Das ist vom Josef Hader aus dem Film Komm, süßer Tod. Genau. Dann wünsche ich Ihnen noch gute Nacht. Wir sehen uns am Bahnhof oder spätestens bei der zweiten Kaffeeanalyse wieder. Wissen Sie, meine Damen und Herren, nun sehen können, fahren wir nun in München ein. Sie haben leider alles Wichtige versäumt, weil ich bisher nicht geistig dazu fähig war, die Kamera abzuholen. Aber Sie sehen immerhin einen roten zweistöckigen Zug. Da kommt jetzt noch ein Zug, der vor die vollen zweistöckigen. Ja, das ist das Interessante. Da schauen Sie die ARD. Was ist die ARD eigentlich? Arster Rundfunkböttler. Na, allgemein. Ja, ja. Ja, gut, dass die dann immer im Bahnhof sind. Das ist aber schief aus, man merkt, die haben kein Glas. Das ist das ARD-Logo. Wo ist ZDF? Einfach neben. ZDF habe ich letztens gesehen. Sparbank? Was? Stehen ist eine Bank. Ja gut. In Kärnten gibt es genau zweimal und da draußen gibt es auch. Heute wünsche dir was. Sehen Sie hier die Kaffeeanalyse. Deutsche Bahn. Die ÖBB hat bei der Kaffeeanalyse nicht sehr gut ausgeschaut. Bei der Deutschen Bahn haben wir heuer zwei türkische Milchgläschen, zwei Zucker und sonst nichts. Das ist weniger als letztes Jahr. Letztes Jahr war ein Keks dabei. Wir werden diese Kaffeeanalyse in Leipzig möglicherweise weiterführen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt und gute Nacht. Wurde nachträglich der Kaffeeanalyse noch etwas hinzufügen. Dieser Kaffee ist nicht trinkbar. Ich habe beide Milch und beide Zucker eingeladen. Der schmeckt noch scheiße. Was? Um es genauer zu analysieren. Eigentlich schmeckt ein Kaffee ohne Milch und Zucker. Scheinbar sind die Deppel. Mir wurscht. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen hiermit das Deutsche Reich. Mit einem Türkenacker? Ja, mit einem Türkenacker. Wir haben festgestellt auf unserer Fahrt, dass unsere Bezeichnung für Mais rassistisch ist, nicht mehr benutzt werden sollte. Man könnte sagen, der Bauer hat schon wieder da draußen Türken angesetzt. Oder der Bauer hat da Türken hingepflanzt. Oder der Bauer hat schon wieder Türken mitgebracht. Und so weiter. Wie Sie sehen, ist da drüben auch ein Bunker. Den sehen Sie jetzt natürlich nicht, weil ich nicht viel.